Hallöchen und herzlich willkommen. Fängt ja gut an. Hallo und herzlich willkommen zurück. Willkommen herzlich zurück, wie auch immer. Willkommen. Willkommen. Hier sind Kämpfe am Laufen. Ich würde sagen, heute, today is the day. Wir lieben das Kingdom. Und wir werden keinen Krieg mit denen anfangen. Wir werden diesen Weg gehen. Ist okay. Wir sind fair. Wir gehen fair. Und werden uns die Thieves alle wiederholen. Wir werden neben den Workshops, die eigentlich ganz gut laufen, ne, das ist ja jetzt unverfroren, werden wir gucken, dass wir neue Partys createn, dass wir nicht mehr im Krieg sind. Ich hoffe, wir sind nicht mehr im Krieg. Gerade auch familiär gesehen. Und wir werden noch ein paar Truppen holen müssen. Als allererstes, wichtig, wir müssen die Leute zusammenholen. Die sind in Epikrotea und sonst wo. Die müssen wir zusammensuchen jetzt. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das klug machen, dass wir, wenn wir eine ganz große Familie sind, dass wir dann anfangen, Krieg zu führen. So. Hier sind ein paar Leute. Go to the keep. Njarsen ist hier. Tavern. Bullet. So. Zwei schmeißen wir raus. Der Rest bleibt ja. So. Okay. Es sind ja noch ein paar Leute da, die wir gleich brauchen werden. Warte mal, können wir nicht irgendwie so durchgehen? Vanovopol, Omor, Balgard. Omor nochmal. Kaiser. Ah, der ist nochmal Prisoner. Vanovopol wieder. Omor nochmal. Danustica ist noch jemand. Das ist unser Karawanenführer eigentlich. Ui. Cedra, takes charge, never tires out. Das ist nochmal was. Ja, komm, pass. Machen wir mal was ganz anderes. So. Sehr schön. Hat ein bisschen Punkte bekommen. Da müssen wir gucken, dass wir... Also, ich überlege, ob die Liegenschaften jetzt schon Sinn machen. Dass wir quasi neue Familien haben. Die hier gleich eh rumrennen werden. Oder wie wir das immer auch machen wollen. Nein, wir nehmen zwei Rekruten erstmal kurz raus. Oder sammeln wir die gar nicht mal zusammen, sondern versuchen jetzt erstmal das Kingdom auszurufen, hä? Other? Wie ging das denn nochmal? Bin ich doof? Ja, nee, das ist unser Wappen, das soll so bleiben. Quest. Ja, darauf habe ich nicht wirklich Bock gerade. Establish your clan. Sag mal, ich weiß, dass das ging. Ich weiß noch nicht mal wo. Wir hatten das doch letztes Mal schon gemacht. Warte mal, können wir Martha...
Wer war noch? Ragnar und noch jemand. Nee, nee. Also jemand, nee. Athen Farok? Nee. Njasen, könnten wir das geben? Njasen könnte es nochmal versuchen. Nee. Arthur ist auch klar. Genau, die vier sind unterwegs. Brauchen wir dafür eine Liegenschaft? So ganz doof. Brauchen wir da jemanden? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich tue mir gerade echt schwer. Weil eigentlich stand hier immer Create a New Kingdom oder so. Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, das ist ja nicht falsch, was ich gesagt habe. Wir brauchen eine eigene Liegenschaft. Die werden wir uns aber auch gleich holen. Und dann schicken wir unsere Truppen rein. Fifty-fifty. Eins, zwei. Okay, Moment, Moment. Eins. Die kommen von da vorne auf uns zu. So. Footman, hear me! At them! Holt euch. Arouse! Footman! Archers! Engage! Holt euch einfach alle grundsätzlich. Ich habe sogar noch einen Speer dabei. Die kriegen die mitten ins Gesicht, hey. Fang. Moin. Aua. Alter, ich treff die nicht. Jetzt. Jetzt kommen die Pfeile auch rüber. Alles gut. Alter, 513 Schaden, alles klar. Sehr schön. Ein gut gemeinter Sieg. So, die ziehen weg. Ich hoffe, meinen Leuten geht's gut. Ja, das sieht doch gut aus. Wir müssen, wie gesagt, noch einmal die Liegenschaft holen. Wir holen unsere Truppen zusammen und führen dann Krieg gegen den Schwächsten, würde ich sagen. Oh, wir könnten uns Onyra. Oh Gott, wir könnten uns Onyra holen. Wollen wir das probieren? Ich überlege gerade. Wenn das geht, ne? Besack. Sonst ist niemand in hier. Nein, in Sibir steht noch jemand. Ist noch jemand. Danustica steht noch jemand. Omor. Omor steht noch jemand? Okay, krass. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Und dann gibt's richtig Ärger. Währenddessen können die Leute sich ja, ein bisschen neu formieren. Corinne und Faruk. Hier ist niemand von uns. Dementsprechend kann ich zwei Rekruten laufen lassen wieder. Novopol ist soweit geklärt. Ragnar steht hier. Sehr schön. Ragnar geht in den Kampf. Gudrag ist hier. Komm her, Boy. So, jetzt haben wir noch Gudrag dabei. Ich muss die Leute nur ein bisschen hochziehen. So.
Barok und Gudrak. Wer fehlt dann noch? Holding, Holding, Holding. Markep, Martha, okay. Sibir ist mir egal. Prisoner in Markep, der ist noch wichtig. Und er steht. Und die beiden noch. Oh Gott, der Nustika ist ja da ganz hinten. Also nochmal zurück nach Omor. Und dann hoffen, dass wir genügend Durchschlagskraft haben, damit wir die Leute da auch wirklich weghauen können. Walter Kant. Glaube ich, ist niemand mehr. Wir sind relativ langsam, das ist auch okay so. Also es wird noch richtig, richtig Krieg geben. Oh, wir verlieren ziemlich viel Geld sogar. Weil uns natürlich drei Orte fehlen und wir eine relativ große Armee haben, also drei Armeen mittlerweile. Nein. Aber hier ist Urigant. Dementsprechend. Ja, ja, alles gut. Wir müssen hier hin. Und einen Rekruten abgeben wieder. Okay. Ich werde nach Onyra reisen jetzt. Und auf dem Weg nach Onyra werde ich meine Leute zu. Ah. Oh, nee, warte. Onyra? Oh, es ist sturgisch geworden. Boah, ich weiß nicht, gegen wen wir gut Krieg führen können. Carbantheth könnten wir uns versuchen zu holen. Also ich glaube, am meisten Sinn macht es hier, den Krieg zu führen. Gegen die Batanier. So nach meinem Gefühl gerade. Ich glaube, damit machen wir nichts falsch. Und dann pumpen wir eines dieser Städte auf und dann geht es uns auch wieder besser. Okay. Das Dumme. Wir können gerade nicht viel machen, weil wir kein Kingdom haben. Wir können also keine Armee befehligen. Ergo, ich hätte es anders machen müssen. Naja, egal. Könnte ich die Liegenschaft trotzdem kriegen? Also so schwer kann das jetzt auch nicht sein. Ich kann sie nicht erobern, gell? Weil das ausschließlich Aufständische sind. Und da ist schon einer weg. Ragnar, Martha, Njasen ist im Knast. Habe ich recht? Prisoner. Irgendwo. Okay, das heißt, ich muss echt... Also ich kann hier jetzt nicht... Ich könnte jetzt nicht zum Beispiel Erdorant oder so einen Krieg erklären. Ah. Also doch, ich könnte Erdorant den Krieg erklären, aber... Wollen wir uns vielleicht dann... Also dann müssen wir uns tatsächlich bei jemandem anschließen... Vielleicht gehen wir ja zu den Bataniern. Wer ist denn hier der... Moment. Wer ist denn der Anführer von den Bataniern? Weil Batanier sind am schwächsten gerade. Kingdoms, Batania, Kaladok, wo ist der Hayopai denn? Marunat, okay. Dann erstmal nach Marunat, sprechen mit Kaladok, treten bei, nehmen den einen Ort ab und dann ist auch hoffentlich alles gut. Ja gut, Marunat wird natürlich gerade belagert, das... das ist jetzt gerade ein bisschen madig. Melidir, Bla, Areons, Brigands... Merak. Kann ich mich auf die Seite von jemandem stellen? Schade. Ist hier jemand? Ja, ist Kaladok. There's something I like to discuss.
I would like any service. My service for the right sum. Nein. Bla bla bla. Wir brechen den Schwur dann aber auch, wenn es soweit ist. Und dann gucken wir weiter. Wir müssen nur eine Liegenschaft bekommen. Ich glaube, das ist das Problem gerade ein bisschen. Und ja. Ich könnte mich um Lando Ken kümmern oder so. Also wir sind ja jetzt nicht gerade unmächtig. Habe ich gesagt, unmächtig? Unmächtig. Das wusste ich nämlich gar nicht, aber ich weiß halt auch nicht, wie ich sonst eine Liegenschaft bekommen könnte. Oh nein, meine Party starved. Okay, ciao. Ich bin raus, Bruder. So. Ich muss halt echt aufpassen gerade mit dem Geld auch. So, gib mir mal ein Lehen. Weil alleine erstreiten kann ich das nicht so gut, ne? So, kommt mal rüber. Wir werden zusammen kämpfen. Wenn auch Ämchen hier gleich wieder frei ist. Niasen ist noch immer im Knast. Okay. Alles klar. Okay, die schwärmen aus. Erons Armee rennt einfach mal drauf los. Und die haben hier noch hinten was ab Comer und so, aber ist gar nicht mal so viel, was sie hätten haben können. Ich bin gerade echt unentschlossen. Ich könnte versuchen, natürlich Karabanthev zu holen. Oder mitzuholen. Was halt ihr davon? Wenn wir unseren Dienst ableisten, kann es sein, dass wir die Stadt bekommen. Mit Karabanthev hätte ich... Oh nein. Die versuchen natürlich jetzt hier selber anzugreifen. Ah, da kommt Ragnar schon mal. Hallo Ragnar. Melidir. Hinten rennt Martha. Ragnar und Martha. Okay. Muss auch erstmal drauf kommen. Eieiei. Natürlich mischen wir uns ein. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir bekommen Punkte. Ganz, ganz viele Punkte. Habe ich jemanden, der gut wegen Shooting ist. Ich würde sagen, ja gut. Corinne könnte das machen. Corinne und Ragnar. Ja, alles gut. Der kann ja gemountet sein, wie er will. Ich brauche nur das hier nicht. Zack. Ich glaube, Corinne und Ragnar sind beide nicht mal Bogenschützen. Was es nicht besser macht. Okay. Wir... Weiß man, woher die kommen? Nein, weiß man nicht. Ich glaube, im Tal wird eh die Schlacht sein. Bedeutet, wir rücken automatisch zusammen. Und die spalten wir schon mal auf. Hear me! Get moving! Hear me! Okay. Move! Warriors! Move out! Okay, vorwärts. Soldiers! Warriors! Warriors! Hear me! Spread out! Ey, Kollege!
Wollen die mir wehtun? Versucht deren Anführer mal zu kriegen. Das ging ja schon mal sehr gut. Oh, daneben. Da ist ein Katafaktreiter weg. Bogenschützen vor. Wir brauchen sie vorne. Wir brauchen sie als Schützen gerade. So. Feuer frei, Leute. Und tschüss. Oh, ich hab niemanden getroffen. Hear me, Warriors! Soldiers! Onward, Warriors! Okay. Get moving! Komm, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Rückt vor, rückt vor. Huiuiuiuiuiui. Das kann gleich so scheppern, hör mal. Alter, ernsthaft, ich hab von da aus einen Crossbowman getroffen. Und jemanden vom Pferd geholt. Da wird gefeuert. Hear me. Get moving. Ihr könnt vor. Hear me. Ihr geht einfach vor. Ganz einfach. Macht euch keinen Ärger. Ihr seid gut. Warriors, Soldiers. Ihr feuert einfach drauf los. Warriors. Alles andere kriegt ihr auch noch geregelt. Ey, Kollege. Okay. Holt sie euch alle. Haut die weg. Oh, shit. Die respawn hier, okay. Zurück, 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 zurück. Oh, nee, wisst ihr was? Alter. Ich habe meine Nahkampftruppen halt verloren. Einfach durch so einen Scheiß. Haut ab da. Naja, wenigstens tun wir den jetzt weh. Ich habe 29 Verletzte, diese ganzen Warriors, die draufgegangen sind. Auch Gudrak und so, die alle verletzt sind. Da kommt keiner mehr. Es sind halt alles Nahkämpfer gewesen, ausschließlich. Also 26 Leute. Eieieiei. Das hat wehgetan. Das hat geschmerzt. Jo. Die verkaufen wir gleich. Das hat aber echt wehgetan. Pui, ui, ui, ui. So. Zack. 7000 haben wir. Ba, ba.
So. Unser. Und wir bekommen richtig viel Experience. Und bessere Bogenschützen dadurch. Okay. Martha ist noch immer nicht da. Hey, komm mal her, Junge. Oder Mädchen. Oder was auch immer du bist. Nein. Nein. Ragnarvat kennen wir auch noch. Ah ja, Niasen ist endlich raus. Niasen kann dementsprechend jetzt auch wieder eine neue Party gründen. Kann das sein? Nein. Noch nicht. Der Move of the Wolfskins. Oh ja. Das wird ein spannender Kampf. Gerade kam noch jemand vorbei. Aber diesen Kampf sehen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.